So, und da bin ich auch schon wieder. Ich habe festgestellt, woran es lag. Und zwar hat mein Steam einfach mal gemeint, jetzt DayZ updaten zu müssen. Und ich fand das nicht so in Ordnung. Die Festplatte auch nicht. Und jetzt ist es wieder lagfrei, weil, ja, DayZ und die Aufnahmen landen beide auf derselben Festplatte. Und ja, dadurch hat es halt geleckt. Und jetzt funktioniert es wieder. Soweit, so gut. Und wir können flüssig weiterspielen. Hier haben wir noch ein paar Stahlplatten. Juhu. Das reicht aber nicht aus, um das völlig fertigzustellen. Das heißt, E-Production Assembler 1 macht mir mal 40 davon. Na, das läuft doch. halt. Assembler 2. Assembling. Der macht nur die Karten nämlich wieder kaputt. Inventory. Das ist ein bisschen falsch. So, das kommt hier hin. Oh, Cargo Container. Bin gerade echt ein bisschen verblüfft. Oh, ein bisschen Geld haben wir so ja rausgekriegt. So, die Raffinerie arbeitet hier schön vor sich hin. Das lassen wir mal als letztes laufen, damit er das hier fertig macht. So, und wir können hier fertig machen. Yay! Gut, wir brauchen hier. Wie machen wir das denn? Moment, ich glaube, ich muss das hier nochmal wegbauen. Ich habe nämlich die Idee, dass wir noch zwei Kollektoren bauen. Sagen wir es so, ich habe zumindest die Idee, das ist schon mal wichtig. Wird das Triebwerk hier noch. Ja, das wird noch anders hier halten. Gut, dann können wir das hier auch abbauen. Das ist ja jetzt blöd. Und zwar, jetzt kurz die Erklärung. Wir bräuchten ja noch zwei weitere Kollektoren. Die mach ich einen hier hin und einen hier hin. Der hier ist kein Problem, der greift einfach hier auf die kleine Box zu. Bei dem hier wird es aber schwierig, weil, naja, ich müsste quasi den Reaktor einmal umdrehen, dass diese Öffnung nach da zeigt, damit ich hier quasi eine Tube setzen kann. Wie mache ich das? Das ist so das Geile an Space Engineers. Wie baue ich das? Wir könnten den Reaktor auch weiter nach innen versetzen, damit der nicht so weit hier draußen rumgondelt. Dann hätte ich aber mal kurzzeitig keinen Strom. Das ist aber ein Problem. Weil ohne Strom funktionieren die Trägheitsdämpfer nicht. Das heißt, wenn ich dagegen fliege, segelt das Schiff sonst wohin. Wir bauen das mal auseinander. Wir nehmen hier das Uran raus. Das heißt, wir haben echt gerade keinen Strom. Bloß nicht an das Schiff kommen. Das ist jetzt das Problem an dem Conveyor-System.
Dann müssen wir hier an den Small Reactor, machen das aus. Nehmen es hier wieder raus, das was reingelandet ist. Setzen das hier wieder rein. So. Und jetzt bauen wir hier einfach mal ab. Und lagern das alles in dieser Truhe hier aus. Das Problem ist jetzt, ich kann meinen Suit nicht aufladen. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Shit. Nein, ich brauche doch die Reaktorkomponenten. Scheiße! Ich brauche Motoren. K. Kontrollpanel. Reaktor. Conveyor. Oh Gott. Ja, damit sollte man rechnen, dass der Sprit aus ist. Wenn der Sprit aus ist, dass man dann auch den Medical Room nicht benutzen kann. Das ist jetzt echt doof gelaufen. Gut, das heißt, wir müssen uns jetzt beeilen, dass wenn wir das abbauen. K. Off. Raus. Gott, das war jetzt doof. Und die Reaktorkomponenten nehmen auch nicht gerade wenig Platz weg. Und die Large Steel Tubes sind nicht besser. Metal Grids, by the way, auch nicht. So, jetzt kriegen wir es tatsächlich in einem Stück abgebaut. Abgebaut. So. Das heißt, wir packen den Reaktor. Zack. Genau diesen hier. So hier hin. Was braucht er als nächstes? Construction Components und Metal Grids. Das und das und das packen wir mal ein. So. Dann das und das. Dann. Danach Motoren, Computer, Stahlplatten. So, und jetzt machen wir den mal in einem Durchgang fertig. Komm. Jetzt brauchen wir noch das Uran. Und schon haben wir wieder Strom. Gut. Wow, Lag. Es war aber ein Speicherlag, also von dem her nicht so schlimm. Jetzt brauchen wir einmal das und einmal das. Die Curved kommt hier hin. Die kommt hier hin. So, dann brauche ich 80 Construction Components. Habe ich davon noch welche? Ja, 60 habe ich.
4080. Oh, das ist aber schnell. Mein lieber Mann, der braucht aber lang. Naja, mach mal. Strom haben wir ja noch eine Weile. Dann bauen wir erstmal das hier fertig. Das sind 12 Steel Tubes und 8 Motoren und 4 Bulletproof Glas. Ach komm, was soll der Geiz? Zack, zack. Mit Verlaub, ich komme langsam ein bisschen durcheinander. Da sind das. Nickel und Kobalt. Bitte schön. Na toll, ich brauche natürlich 8 Motoren. Das heißt, ich brauche noch 20 Nickel, 20 Kobalt. 20 Nickel, Kobalt. Und warum kommen hier eigentlich nur Militärsachen vorbei? Ich würde gerne mal was Richtiges klauen, also so ein Private Sale oder so ein Business Shipment. Das wäre ziemlich cool. So. Yay, erstes ist fertig. Brauchen wir noch ganze 5 davon. Und ich glaube, damit wäre dann auch diese Folge beendet. Ja. Schade. Aber ich muss sagen, wir sind ziemlich weit gekommen. Wir haben uns einen zweiten Assembler gebaut, eine zweite Storage Box. Wir haben den Reaktor umgelegt, haha. Und sind jetzt hier dabei, die Conveyor Tubes zu bauen. Also ist schon eine kleine Veränderung, aber ausreichend, würde ich sagen. Und so wie es sich anhört, ist mein Assembler fertig. Jawohl. Das machen wir jetzt. Ach nee, können wir gar nicht. Uns fehlen 8 Motoren. Blöd. Ja, wir haben keinen Nickel und wir haben keinen Kobalt. Gut, das werdet ihr in der nächsten Folge herausfinden. Ich hoffe, es hat euch soweit Spaß gemacht, mir hier beim Basteln und Bauen und Ausklügeln zuzusehen. Wenn euch das Video gefallen hat und allgemein das Let's Play, dann haut den Daumen nach oben, abonniert den Kanal, schreibt mir Sachen in die Kommentare, pflastert mich zu. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin's. Bis dahin, euer Kelevra. Tschüss. Ciao. Bye bye.